Hamburger Fußballspiel wegen Nazi-Verdachts abgesagt. Diese Meldung hat es heute nicht nur auf den Titel des Hamburger Abendblatts geschafft. Mittlerweile ist es schon ein Thema in ganz Deutschland. Umso erfreuter sind wir als Elbkick TV, einen der Verantwortlichen im Exklusivinterview zu begrüßen. An meiner Seite der Vorstandsvorsitzende des SC Osterbeek, Herr Jürgen Lehmann. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, unsere Fragen zu beantworten. Es war heute sicherlich ein anstrengender, turbulenter Tag für Sie. Ihr Verein ist heute in aller Munde. Das kann man sagen. Wir sind den ganzen Tag mit der Presse in Verbindung und haben natürlich viel Zeit opfern müssen als Vorstand des SC Osterbeek. Und wir sind auch überrascht, dass dieses Thema so riesige Wellen geschlagen hat. Man hätte sich vom SC Sternschanze aus eher an uns wenden müssen, unter Fair Play der Vereine, dass man sagt, wir Vereine stehen zueinander und auch zu dem Flagge zeigen, dass wir ja auch auf unserem Sportplatz tragen, dieses Banner. Und wir hätten dann sicherlich vorher schon mal Maßnahmen unternehmen können. Um dann nochmal auf diese Vorwürfe zurückzukommen, für alle die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Die fünfte Herren des SC Sternschanze hat sich geweigert, gegen ihre dritte Mannschaft im Punktspiel anzutreten. Gründe dafür waren, dass fünf ihrer Mitspieler in der rechtsradikalen Szene besonders im Netz auffällig geworden sind. Können Sie nochmal Ihre Sicht der Dinge schildern? Wie ist das Ganze an Sie herangetreten und wie sehen Sie die Vorwürfe auch? Wir haben ja über dieses öffentliche Schreiben vorweg leider erst oder schneller über die Presse erfahren. Die hat uns am Montagmorgen unterrichtet, ob wir ein Schreiben bekommen hätten, ein öffentliches Schreiben von dem SC Sternschanze. Dieses lag uns noch nicht vor. Wir haben damit sehr viel Arbeit jetzt, dieses alles wieder ins richtige Licht zu rücken. Wir hoffen auch, dass der SC Sternschanze auch damit zu beiträgt und zu helfen, dass dieses Unrecht richtig gerückt wird. Und wir wünschen uns auch, dass diese fünfte Mannschaft sich darstellt und ganz klar definiert, dass sie dieses nicht wollten. Dass sie eben nur uns, wir sind auch froh, dass sie uns diese Mitteilung gemacht haben mit den Bildern, aber dass sie nicht uns und die Mannschaft treffen wollten, sondern nur diesen Hintergrund dieser Gesinnung. Man wünscht sich also von Ihrer Seite auch eine Kooperation, wie man so glimpflich wie möglich aus dieser Sache herauskommt. Um trotzdem nochmal auf diesen offenen Brief zu sprechen zu kommen. Der SC Sternschanze hat insbesondere auf rechtsradikale Tätowierungen dieser besagten Spieler hingewiesen, aber auch auf Nazi-Gesängen, die sich in der vergangenen Saison auch bei Spielen abgetragen haben sollen. Wieso hat man als Verein nicht damals schon reagieren können? Wir können zu diesen Gesängen nichts sagen. Wir wissen da nichts von. Und es wird von Sternschanze gesagt, dass es so ist. Aber es ist nicht bewiesen und nicht dargestellt. Also wir können zu diesem Thema nichts sagen und können dies auch nicht bestätigen. Sie kennen ja auch Ihre Mannschaften viel besser und Sie können vielleicht eher ein Bild davon erzeugen, wie auch die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft war. Diese dritte Herren bei uns im Verein Osterbeek ist eine Mannschaft, die auch mit Migrationshintergrund aufläuft und die einen fairen Fußballsport betreiben. Uns als Verein ist nie etwas in diese Richtung aufgefallen, auch den Spielern nicht. Und die gezeichneten Tattoos auf den Fotos, die uns die Sternschanze übermittelt hat, wir sind nach wie vor darüber froh, dass es so gekommen ist, aber die sind für uns nicht erkennbar. Ich gebe zu, auf den Bildern, die dort gemacht worden sind, sind Tattoos und Zeichen drauf, die mir nicht bekannt sind. Also insofern, und wir können das auch nicht zeigen oder sehen, wenn Spieler irgendwelche Tattoos unter den Jackenhosen tragen, aber diese sogenannten Spieler sind für uns nicht negativ in diesem Bereich aufgefallen. Nun steht man jetzt aber vor vollendeten Tatsachen. Es wurden auch viele Negativreaktionen aus der Presse aufgewirbelt. Wie geht man jetzt als Verein damit um? Welche Auswirkungen kann das haben, auch insbesondere, wenn man an Sponsorenverträge denkt? Ja, also grundsätzlich ist aber nicht an Sponsoren zu denken, sondern grundsätzlich müssen wir erstmal an die Mannschaft denken, die da für uns spielt, und zwar an die anderen Spieler. Es wird ja gesprochen von die Mannschaft beim SC Osterbeek. Das bedeutet, dass alle Spieler diesen Stempel aufgedrückt bekommen, dieser Gesinnung anzuhören. Das möchten wir hier vehement verneinen. Das sind in dieser Mannschaft
spielen, wie wir schon gesagt haben, Migrationshintergrund. Es sind Familienväter drin, die jeden Sonntag ihre kleinen Kinder mitbringen und ihre Frauen, die beim Spiel zugucken. Und es sind selbstständige Mitarbeiter in dieser Mannschaft. Und da ist es natürlich jetzt angesagt, das klarzustellen, dass diese Personen sich nicht mit dieser Geschichte identifizieren. Diese Wellen sind ja auch so hochgeschlagen, dass auch der Hamburger Fußballverband jetzt eingeschaltet ist. Wie geht es jetzt mit dem Verein weiter? Werden Strafen oder Verhandlungen ins Rollen gebracht? Wie hat man da bisher mit Ihnen kommuniziert? Der Hamburger Fußballverband hat uns mitgeteilt aus der Geschäftsführung, dass dieses Wochenende das Spiel gegen den SC Sternschanze erstmal ausgesetzt wird. Und der Hamburger Fußballverband wird sich beratend über dieses Thema. Und es kann sein, dass vielleicht oder wahrscheinlich das nächste Spiel auch noch ausgesetzt wird. Wir können nicht sagen, es geht weiter oder geht nicht weiter. Wir müssen dieses Thema und die Besprechung mit dem Hamburger Fußballverband, den Vorstand, abwarten und wollen dann gemeinsam das klären, was wir machen können. Ja, dann wünschen wir Ihnen dabei schon mal viel Glück und hoffen natürlich, dass alle, die keine Schuld dazu beigetragen haben, auch gut aus der Sache rauskommen. Viel Glück. Mhm.